Also, wie heißen Sie und woher kommen Sie? Marc Friedrich aus Deutschland. Na gut. Oder aus Deutschland. Ah, okay, also aus Frankfurt aktuell. Und was machen Sie hier in Russland? Ich bin der COO von einer deutschen Bank. Nicht von der deutschen Bank, sondern von einer deutschen Bank. Aha, schön. Und wie lange sind Sie schon hier? Erst seit Mai. So ziemlich lange, also unglaublich für Deutsche. Nein, das geht sehr schnell rum. Und welche Vorstellungen hatten Sie von Russland vor Ihrem Ankunft? Ich kenne Russland ziemlich gut. Also ich habe Russland 10 Jahre lang betreut, war jedes Jahr 2-mal da. Von daher habe ich Russland über die letzten 10 Jahre gut kennengelernt. Na schön. Und hat etwas verändert? Die Fußball-WM hat viel verändert. Also das ist deutlich aufgeräumter, viel organisiert. Es ist auf einmal vieles in lateinischer Schrift angeschrieben, was sehr viel hilft, wenn man Kyrillisch nicht kann. Ja, also ich würde mal sagen, durch die Fußball-WM ist viel passiert, also die letzten 2 Jahre. Und was haben Sie in Russland besucht? Also welche Staaten? Ja, St. Petersburg und Moskau bisher. Und was haben Sie am liebsten? Schwierig. Also St. Petersburg fand ich total schön. Ich war zu den Weißen Nächten da, also auch wieder besonders schön. Von daher ist das unfair zu sagen, was finde ich schöner. Aber Moskau finde ich gut. Also gefällt mir. Gut, und haben Sie Russisch gelernt? Noch nicht. Noch. Das nächste Jahr geplant. Aha, na gut. Also, hat das Leben in Russland Sie irgendwie verändert? Nee. Also vielleicht nicht so lange schon. Wie bitte? Also vielleicht wohnen Sie hier nicht so lange. Genau. Das ist noch zu kurz. Na gut. Also sehen Sie Ihre Zukunft in Russland oder Sie wollen nach Deutschland gehen und da arbeiten? Das ist ja also vom Job her abhängig. Hängt sehr stark jetzt von der wirtschaftlichen Entwicklung in Russland ab. Ich würde sagen, also ich kann mir vorstellen, hier noch ein paar Jahre zu bleiben. Ob ich das dann ewig machen möchte, das weiß ich nicht. Und wie unterscheidet sich Russland und Europa? Okay, also ich würde mal sagen, das politische System ist hier definitiv anders. Die Leute sind extrem obrigkeitshörig. Ja, also was der Gesetzgeber sagt, wird akzeptiert und es wird nicht demonstriert, es wird nein, gibt es nicht sozusagen. Das sieht man, ist in Europa ganz anders. Schauen Sie sich Frankreich an. Ja, da gehen die Leute auf die Straße. Da ist zwar nicht der friedliche Rebellion oder sagen wir mal die friedliche Demonstration, aber also das ist definitiv ein Unterschied. Der Russe akzeptiert, was die Regierung macht und sagt. Vielleicht etwas in der Mentalität? Nee. Also, ja, okay, der Russe lächelt sehr wenig. Ja, also meiner Tochter, die ist 12, der ist das sofort aufgefallen. Der Russe schaut immer ganz grimmig. Das hat sich ein bisschen durch die Fußballweltmeisterschaft ein bisschen geändert. Und vielleicht, sagen wir mal, hat der Russe erkannt, dass man nicht jetzt immer nur so durch die Gegend rennen muss und dass man auch mal lachen kann. Aber primär ist das noch so, dass der Russe viel weniger öffentlich lacht als der Rest. Aber ansonsten ist mentalitätstechnisch, würde ich sagen, kein Unterschied. Okay. Also verfolgen Sie die Nachrichten aus deutschen Medien oder aus Russisch auch? Nur aus Deutsch. Ich kann kein Russisch. Naja, aber Sie können also ja im Englisch, auf Englisch zum Beispiel. Ja, aber das ist ja zum Beispiel das Problem. Also ich bin entsetzt, wie schlecht die jungen Russen Englisch können. Also selbst
in irgendwelchen guten Firmen können nicht alle Russisch, Entschuldigung, können nicht alle Englisch. Und es wird ja auch nicht alles in Englisch angeboten. Also die Zeitungen oder die Webseiten werden definitiv nicht alle auf Englisch angezeigt. Ja, nicht nur junge russische Leute, glaube ich. Bei den Alten kann ich es aber verstehen. Also meine Eltern selbst, die sprechen auch kein gutes Englisch. Das haben die nicht gelernt. Aber von Jungen, wenn man raus will in die Welt, wenn man international arbeiten will, dann gehört das dazu, dass man das an der Universität lernt. Und dass man halt mal 2-3 Semester irgendwo anders studiert. Also raus aus dem Land, irgendwo hingehen, die Welt erkunden und dann kann man wieder gerne zurückkommen, aber dann kann man auf jeden Fall eine Fremdsprache. Mhm. Sogar in Moskau? Man also kann zum Beispiel sprechen. Deutsch. Ja? Manchmal. Nein, aber das können auch die wenigsten. Das erwarte ich aber gar nicht, weil das ist keine Weltsprache. Aber Englisch erwarte ich eigentlich. Ja, und sogar in Moskau so spricht man besser Englisch als in Russland im Gymnasium. Würde ich nicht so sagen. Nee. Aber ich bin echt entsetzt. Also, das ist nicht so, dass viele Leute gutes Englisch reden. Also, können Sie bitte eine besondere Geschichte oder Anekdote aus Ihrem Berufsleben in Russland erzählen? Vielleicht etwas Lustiges? Oder nicht Lustiges? Also auf der Wohnungssuche habe ich sehr viel Skurriles gesehen. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, das russische Klischee wurde voll erfüllt teilweise. Es war wirklich kitschig, Gold, Rokoko und also wie meine Tochter war teilweise mit und die meinte dann nur so, aha, hier wohnt hier ein König oder ein Fürst. Ja, also das war echt sehr skurril. Also so eine Wohnung habe ich dann auch nicht, definitiv nicht genommen. Ich wohne ganz normal. Ja, das ist nicht also sehr angenehm. Das war sehr lustig. Also das fand ich wirklich interessant. Okay, also viele Russen glauben, dass die Deutschen streng, pünktlich und korrekt sind. Also haben Sie diese Eigenschaften? Ja, heute war ich hier jetzt nicht um 19 Uhr, aber das habe ich mir auch nicht als Ziel gesetzt. Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, dass der Deutsche versucht, Termin einzuhalten. Und wenn eine Aufgabe erfüllt werden muss, ja, dann ist das so. Ich glaube schon. Also dieses Vorurteil wirklich ist. Okay, schön. Also, wie bewerten Sie die derzeitige Beziehungen zwischen Russland und Deutschland? Was sollte man ändern? Ich glaube, zwischen Deutschland und Russland, das Verhältnis ist gar nicht so schlecht. Also es wird viel schlechter gemacht in den Medien. Nachteilig ist, dass die ganze Entwicklung da um die Krim rum, dass da hat halt Russland und Resteuropa und auch die Deutschen eine andere Auffassung. Das erschwert das ein bisschen. Die Sanktionen sind definitiv ein wirtschaftliches Hindernis und eigentlich schade für die Bevölkerung. Wenn man mal rumfragen würde, also ich habe halt auch Ukrainer kennengelernt und ich war auch schon in der Ukraine. Ich weiß nicht, warum das gemacht wird. Ja, also das ist, keine Ahnung. Wer da politisch davon profitiert, ist mir ein Rätsel, weil die Bevölkerung leidet darunter, die Wirtschaft auch, also die russische Wirtschaft. Und der Vorteil für Russland, ob ich jetzt 2 Quadratmeter mehr habe oder weniger, eigentlich definitiv ein Nachteil. Wenn das weg wäre, wäre es super. Ja. Also haben Sie gern russische Kultur? Ja, ich gehe mindestens, also jetzt war ich schon, glaube ich, 3-mal im Bolschoi. Ich war schon auf 2 Jazzkonzerten. Also ich versuche möglichst viel, ich war auf 2 klassischen Konzerten, einmal in der russischen Kirche, also in so einer orthodoxen. Das war echt wirklich interessant. Also ich versuche möglichst viel mitzunehmen. Also 2 Museen, genau, war ich auch schon. Sehr angenehm. Und was das Essen betrifft, haben Sie es gern? Ja, finde ich gut. Aber ich muss dazu sagen, ich habe 7 Jahre in Tschechien gelebt.
Also so dieses slawische Essen, das ist mir bekannt. Und was haben Sie am liebsten? Das ist schwierig, weil ich bin auch sehr oft in Asien und asiatisches Essen mag ich auf jeden Fall. Ich mag eigentlich ein so schön Crossover. Also aus, was weiß ich, Vorspeise aus dem Land, Hauptspeise aus dem Land, Nachspeise aus dem anderen Land. Das ist das Beste. Na schön, dann danke sehr für das Interview und viel Spaß beim Abend. Okay, danke. Dankeschön.